In meinem 120F treten so langsam die Algen auf und deshalb ist heute der richtige Zeitpunkt, um dich über die Algen in der Einfahrphase zu informieren und was du dagegen tun kannst. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video möchte ich dir mal ein Update aus meinem 120F zeigen. Das 120F steht ja seit dem 20. Dezember, also mittlerweile 25 Tage, also fast 4 Wochen schon. Mittlerweile haben sich auch die ersten Algen in dem Becken breit gemacht. Das war zu erwarten, denn anders als in meinen vorherigen Scapes ist das Becken vergleichsweise wenig bepflanzt. Ich habe in der Mitte hier einen großen Bereich, wo nur die Busserphalandras sitzen, aber keine schnell wachsenden Stängelpflanzen und deshalb natürlich die Pflanzenmasse am Anfang nicht reicht, um wirklich alle Algen in der Einfahrphase zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Tatsächlich kann man aber sagen, wenn du ein Becken von vornherein richtig, richtig üppig bepflanzt, dann wirst du selbst in der Einfahrphase keine großen Probleme mit Algen haben. Ich habe das gerade in meinem 60P ja auch schon selbst gesehen. Dadurch, dass das Becken von vornherein wirklich voll war mit Pflanzen, hatte ich auch in der Einfahrphase keine Algen. Keine Kieselalgen, keine Grünalgen. Das Becken ist direkt so wunderbar sauber gestartet. Beim 120F ist das jetzt nicht ganz so und ich habe da mittlerweile eine Kombination aus Kieselalgen und verschiedenen Grünalgen drin. Die Kieselalgen halten sich tatsächlich relativ in Grenzen, die sitzen meistens nur wirklich auf der Wurzel selbst drauf und dort vermischen sie sich so ein bisschen mit dem Restbakterienrasen, den ich da noch drauf habe, der auch zum Teil relativ hartnäckig ist. Also an einigen Stellen habe ich da Bakterienrasen, der sich jetzt schon seit gut 3 Wochen hält. Das ist relativ lange für sowas, aber ich hatte ja auch im Vorfeld bereits angemerkt, dadurch, dass die Wurzeln aus dem Moor entnommen wurden und nicht erst aufwendig gereinigt wurden, sondern mehr oder weniger nur abgewaschen wurden und dann verpackt wurden, war eigentlich davon auszugehen, dass da wirklich so viele organische Bestandteile dran sitzen, dass da ein Bakterienrasen erstmal ordentlich dran zu knabbern hat. Ist aber auch nicht weiter schlimm, denn auch das wird sich einfach im Laufe der Zeit von selbst erledigen, beziehungsweise das erledigen jetzt nach und nach auch die Amano-Garnelen, die aus meinem 60P, als ich es abgebaut und nach Remscheid gebracht habe, eben hier auch in das 120F umgezogen sind. Bei den Grünalgen ist es so, dass ich vornehmlich grüne Punktalgen habe, das heißt Punktalgen an den Scheiben und Punktalgen auf den Blättern der langsam wachsenden Pflanzen, auf den Blättern der Busserphalandras eben. Dort ist das schon sehr, sehr präsent und dort kann man auch nicht wirklich viel dagegen machen. Auf den Scheiben ist es natürlich so, dass bei jedem Wasserwechsel die Scheiben wieder sauber gemacht werden. Ich benutze da einmal meinen Lieblingsspülschwamm für, das mache ich schon seit Jahren so, dass ich einfach normale Spülschwämme benutze und auch wirklich durchaus mit der rauen Seite, ja, dann von innen das Glas sauber mache. Das ist kein Problem und damit holt man sich auch keine Kratzer rein, solange nicht irgendwie Sandkörner zwischen der Scheibe und dem Schwamm eingeschlossen sind. So alleine reicht die raue Seite von so einem Spülschwamm nicht aus, um so ein Glas zu zerkratzen. Für die Stellen, die sehr eng sind, wo ich mit der Hand oder mit dem Schwamm nicht hingekommen bin, da habe ich mir was anderes überlegt und zwar benutze ich dafür einfaches Küchenpapier und schlage das um meinen Sandflattener drumherum. Der ist ja vorne sehr, sehr flach, das heißt, da komme ich wirklich in jede Rille mit rein und das Küchenpapier ist wirklich echt gut da drin, Algen von der Scheibe aufzunehmen. Das funktioniert sehr gut. Ich bin kein großer Freund von diesen Klingenreinigern. Die funktionieren auch sehr gut, aber da lauft ihr natürlich wirklich Gefahr, wenn ihr den mal falsch haltet oder mal zu viel Druck drauf gebt, dass ihr euch damit dann Kratzer in das Glas haut. Deshalb benutze ich sowas sehr ungern und mache das dann lieber mit dieser Küchenpapier-Sandflattener-Methode. Typischerweise läuft das in der Einfahrphase so ab, dass ihr nach ungefähr 1 bis 3 Wochen die ersten Kieselalgen seht und diese Kieselalgen werden dann irgendwann automatisch von den Grünalgen verdrängt. Grünalgen sind ein bisschen schneller da drin zu wachsen und können ein bisschen mehr Nährstoffe aufnehmen als die Kieselalgen, deshalb haben die dann irgendwann keine Chance mehr, weil die Grünalgen Überhand nehmen. Warum passiert sowas denn überhaupt? Ich habe es am Anfang schon einmal kurz gesagt. Wenn ihr nicht die ultimative Pflanzenmasse von vornherein drin habt, dann ist es einfach so, dass in den ersten paar Wochen eure Pflanzen noch nicht wirklich Nährstoffe verbrauchen. Die müssen sich erst auf den submersen Wuchs umstellen, die müssen erst anfangen, ein vernünftiges Wurzelnetz auszubilden und erst dann hauen die so langsam rein und fangen an, in die Höhe zu wachsen und auch Nährstoffe zu verbrauchen. Aber das braucht halt ein paar Wochen. Das habe ich ja in meinem Video über die Umstellung vom E-Mersen zum submersen Wuchs auch ausführlich erklärt. Und während dieser Umstellungsphase, in der die Pflanzen halt noch nicht die ganzen Nährstoffe aufnehmen, können die Algen das. Und wenn den Algen keine Konkurrenz gegenübersteht, dann können sie eben auch die Überhand gewinnen. Und gerade bei Kieselalgen geht das relativ schnell, aber sie verschwinden dann eben auch relativ schnell wieder. Heißt also, gegen Kieselalgen in der Einfahrphase musst du nichts unternehmen. Die verschwinden von selbst wieder, genau wie so ein Bakterienrasen beispielsweise auch. Du kannst natürlich etwas unternehmen und ich finde es auch sinnvoll, gerade bei einem Wasserwechsel immer dafür zu sorgen, so viele Algen wie irgendwie möglich mechanisch zu entfernen. Da sie Kieselalgen auch gerne auf den Scheiben niederschlagen oder auf der Technik niederschlagen, solltest du zumindest die natürlich ordentlich
ordentlich sauber machen, ordentlich abwischen, um einfach weniger Algenbelastung, weniger Algensporen im Becken zu haben. Dann wird nämlich auch die Wachstumsrate verringert. Es geht nicht ganz so schnell, dass sie sich neu bilden und es ist immer nur positiv für deine Wasserhygiene. Auch ist hier wichtig, viele Wasserwechsel zu machen. Generell ist es so, dass ich, wenn ich Soil einsetze, mittlerweile immer 2 bis 3 Wasserwechsel pro Woche mache, zumindest für die ersten 2 bis 3 Wochen. Danach reicht meistens ein großer Wasserwechsel pro Woche. Aber wenn du wirklich viele Algen hast, ist es nur hilfreich, häufigere Wasserwechsel zu machen. Denn entgegen der ganzen Gerüchte, die immer wieder kursieren, haust du dir damit nicht deine Bakterienkulturen kaputt oder verlängerst deine Einfahrphase. Denn die wichtigen Bakterien, die sich in der Einfahrphase bilden, die sitzen im Filter und die sitzen im Bodengrund. Die schwimmen aber nicht frei im Wasser rum. Das heißt, du kannst wirklich problemlos viele und große Wasserwechsel machen, um dadurch einfach die Wasserqualität zu verbessern und die Sporenbelastung mit den Algen zu verringern, ohne dabei groß deine Bakterien anzugreifen. Mehr Wasserwechsel sind immer, immer gut, weil sie verbessern immer die Wasserhygiene. Und wie schon gesagt und wie ich es ja jetzt nach 4 Wochen in meinem Becken auch beobachten kann, sind die Kieselalgen bereits auf dem Rückzug. Da hatte ich auch nicht wirklich viele von, ich habe schon gesagt. Und die Grünalgen nehmen so langsam Überhand. Grünalgen sind halt ein bisschen besser da drin, Nährstoffe zu verbrauchen. Und da es so viele verschiedene Arten von Grünalgen gibt, gibt es auch immer eine konkrete Grünalge, die genau die Nährstofflücke gerade ausnutzen kann, die gerade vorhanden ist. Es ist aber immer so, dass Algen auftreten, weil ein Nährstoffungleichgewicht vorhanden ist. Unsere höheren Pflanzen können mit dem Nährstoffungleichgewicht nichts anfangen. Da greift dann nämlich das Minimalprinzip. Auch das habe ich schon mal erklärt. Schau mal oben rechts in der Ecke, wenn dir das jetzt nichts sagt, dann mach kurz Pause und schau dir erst das Video dazu an. Aber in dem Moment, wo das Minimalprinzip greift, haben Algen den Vorteil, weil sie können sich eben auf Nährstofflücken besser einstellen und diese gezielt ausnutzen, was unsere normalen Pflanzen nicht können. In der Einfahrphase ist aber auch das noch völlig normal, da sich ja die Biologie in deinem Becken noch nicht stabilisiert hat, da noch kein stabiler Nitrifikationskreislauf stattfindet mit deinen ganzen Filterbakterien. Deshalb solltest du auch bei Grünalgen in der Einfahrphase noch nicht in Panik verfallen. In den ersten 8 bis vielleicht sogar 12 Wochen ist das normal und nicht schlimm. Trotzdem kannst du natürlich dafür sorgen, dass du diese Phase möglichst schnell überstehst. Punkt 1, immer möglichst viel mechanisch an Algen entfernen. Je weniger Algen sichtbar in deinem Becken sind, je mehr Algen du rausträgst, umso weniger schnell können sie sich neu bilden. Ganz einfach. Wichtig an dieser Stelle, entferne so viele Algen wie möglich mechanisch, bevor du den Wasserwechsel machst. Gerade wenn es um Algen an der Scheibe geht, Punktalgen, Staubalgen, alles mögliche, was du von den Scheiben vielleicht abkratzen könntest. Mach das, bevor du den Wasserwechsel machst, und zwar direkt davor. Das heißt, du nimmst dir deinen Schwamm, deinen Sandflattener, deine Rasierklinge, womit auch immer du das machen möchtest, und entfernst erstmal alles von den Scheiben. Und danach machst du den großen Wasserwechsel. Denn dann kannst du die Algen, die du gerade von der Scheibe abgekratzt hast, die jetzt frei im Wasser rumschweben, direkt mit absaugen und hast nochmal einen viel größeren Effekt, was die Reduktion der Algendichte angeht. Dann hast du also den Wasserwechsel gemacht, das Wasser ist abgelassen. Auch dann kannst du nochmal gucken, dass du möglichst viele Algen mechanisch entfernst. Fadenalgen lassen sich sehr gut zum Beispiel mit einem Holzschaschlikspieß aufwickeln oder einfach mit einer Pinzette, die man so nimmt und dann so rumwirbelt. Dann verweben sich die Algen nämlich um die Pinzette und man kann die wirklich relativ problemlos da rausziehen. Ganz viele Grünalgen, gerade diese lockeren Grünalgenbelege, kannst du auch einfach beim Wasserwechsel mit dem Schlauch wegsaugen. So habe ich das beispielsweise jetzt hier im 120F hauptsächlich gemacht, weil ich da ganz viel von diesen weichen Grünalgen hatte. Etwas, was du auf gar keinen Fall machen solltest, was super, super wichtig ist, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist, hör nicht auf zu düngen, wenn du Grünalgen hast. Grünalgen sind ein Zeichen eines Nährstoffungleichgewichts. Grünalgen sind deshalb nicht zwingend ein Zeichen von zu vielen Nährstoffen. Denn du musst dir überlegen, wenn du mit der Düngung aufhörst, entziehst du deinen normalen Aquarienpflanzen sozusagen die Nahrung. Und dann greift nämlich erst recht wieder das Minimalprinzip, was ich gerade schon angesprochen habe. Und deine normalen Pflanzen können nicht weiter wachsen. Und wenn die nicht wachsen, wachsen die Algen umso mehr. Es geht immer darum, den Algen sozusagen einen Nährstoffkonkurrenten gegenüberzustellen. Und unsere normalen Aquarienpflanzen und vor allem schnell wachsende Stängelpflanzen sind der perfekte Nährstoffkonkurrent für die Algen. Denn wenn diese Pflanzen die richtigen Bedingungen vorfinden, wachsen sie sehr viel schneller und verbrauchen sehr viel mehr Nährstoff, als es jede Alge könnte. Und damit haben die Algen keine Chance. In einem Becken, was gut eingelaufen ist, wo du viele Pflanzen drin hast, wo du schnell wachsende Pflanzen drin hast und wo du diesen Pflanzen die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stellst, wirst du niemals Probleme mit Algen haben. Das sollte also immer dein Ziel sein und immer deine Grundlage bei der Algenbekämpfung sein.
Deshalb empfehle ich dir, dir vielleicht auch im Anschluss an dieses Video einmal meine verschiedenen Videos oder auch meine Playlist zum Thema Düngung anzuschauen. Wenn du da vielleicht noch Probleme hast oder wenn du merkst, du hast Grünalgen, du düngst weiter, aber sie werden nicht weniger, sie werden vielleicht sogar mehr, denn dann liegt es wahrscheinlich eher daran, dass du falsch düngst bzw. zu viel oder zu wenig von einem bestimmten Nährstoff drin hast. Dann sollte deine Methode immer sein, einmal deine Nährstoffe durchzumessen, um zu entscheiden, wo ist zu viel, wo ist zu wenig und das Ganze dann wieder sauber aufeinander einzustellen. Ich habe jetzt hier bei mir im 120F nach Woche 2 angefangen mit dem ADA-System zu düngen. Das heißt, seit ungefähr anderthalb Wochen dünge ich jetzt täglich Kalium und Mikronährstoffe entsprechend des ADA-Systems. Und genau das werde ich auch so weiterführen. Ich werde da nichts dran ändern. Denn wie schon gesagt, dadurch, dass die Stabilität, die Biologie im Becken eh noch nicht hundertprozentig eingefahren ist, kann ich jetzt noch keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob ich vielleicht zu viel oder zu wenig von irgendwas dünge. Kalium steht im Verdacht, Grünalgen zu induzieren, wenn Kalium zu hoch dosiert wird. Dabei die ADA-Dünger vergleichsweise schwach dosiert sind und man relativ viel davon einbringt und ich genau das gleiche System ja auch im 60p bereits sehr erfolgreich eingesetzt habe, glaube ich allerdings nicht, dass das aktuell das Problem ist. Das Soil gibt eine ganze Menge zusätzliche Nährstoffe ab und das Kalium, was mit dem ADA-Prinzip am Anfang eingedüngt wird, soll eigentlich hauptsächlich diesen Katalysatoreffekt hervorrufen, den ich auch schon ein paar Mal erklärt habe, dass zusätzliches Kalium im Becken die Aufnahme der anderen Nährstoffe bei den Wasserpflanzen beschleunigt, um nämlich die überschüssigen Nährstoffe vom Soil loszuwerden. Deshalb muss man am Anfang nach ADA-Prinzip auch nichts anderes düngen, sondern nur Kalium. Alle anderen Nährstoffe kommen durch das Soil und das Kalium begünstigt dann die Aufnahme der Nährstoffe, die vom Soil abgegeben werden. Wenn das Becken schon eingefahren ist und sehr stabil ist, dann kann es aber durchaus sein, dass ein zu hoher Kaliumwert Grünalgen induziert und Grünalgen begünstigt. Die Kaliumgrenze sollte ja irgendwo bei 5 bis 10 Milligramm pro Liter liegen im Aquascaping. Wenn das deutlich darüber ist, dann kann das eben ein Indikator dafür sein, warum du eventuell Grünalgen bei dir im Becken hast. Mein 120F ist bisher ja auch nur mit den Tieren aus dem 60p besetzt. Das heißt, da sind also aktuell 12 Amano-Garnelen drin, ein paar Geweihschnecken und eben meine Sundadanio Axelrodi. Die Amano-Garnelen machen natürlich eine gute Arbeit in dem Becken, allerdings ist 12 auf einer 120 cm Länge auch nicht sonderlich viel besetzt. Also da kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass die Amano-Garnelen restlos alle Algen wegfressen werden. Auch bei den Schnecken ist es nicht sonderlich viel. Ich glaube, ich hatte in dem 60p 6 oder 7 von den Geweihschnecken, die sind jetzt eben alle rübergewandert, aber auch das ist natürlich viel zu wenig, um eine Algenplage komplett in Schach zu halten. Nach und nach werde ich natürlich den Besatz an Amano-Garnelen und auch den Besatz an Geweihschnecken in dem Becken noch erhöhen. Und dann ist das nämlich auch etwas, was eine Grünalgenpopulation konstant unter Kontrolle hält. Es ist nie die Lösung, das dürft ihr bitte nicht verwechseln. Fressfeinde sind keine Lösung für ein Problem. Fressfeinde sind eine Ergänzung bei der Symptombekämpfung. Nichts weiter. Aber dadurch, dass sich das Becken im Laufe der nächsten Wochen auch noch weiter stabilisieren wird, mache ich mir überhaupt keine Sorgen darum, auch jetzt die kleine Grünalgenphase, die ich da habe, in den nächsten Wochen problemlos hinter mir zu lassen. Mir ist nur wichtig an dieser Stelle, dass du zwei Sachen aus diesem Video mitnimmst. Das erste ist Geduld. Wenn Algen auftreten, nicht sofort in Panik verfallen, nicht sofort tausend verschiedene Sachen ändern. Mach ganz normal weiter und hab Geduld. Gerade in der Einfahrphase ist das so, so wichtig. Du musst deinem Becken 8 bis 12 Wochen Zeit geben, um wirklich entscheiden zu können, war es jetzt nur die Einfahrphase, denn dann verschwindet das alles von selber wieder, oder ist es wirklich ein anderes zugrunde liegendes Problem, dann kannst du es aber auch erst beurteilen, nachdem die Einfahrphase durch ist. Und zweitens, Wasserwechsel sind immer positiv. Immer. Häufige Wasserwechsel, auch häufige große Wasserwechsel, verbessern immer deine Wasserqualität, verbessern immer die Wasserhygiene, senken immer den Keimdruck und das ist nur positiv für dein Becken. Und das sind Sachen, mit denen kannst du den meisten Algen bereits sehr allgemein begegnen und jeden Algenschub erstmal deutlich abmildern. Alles Weitere, das entscheidet sich dann eben nach der Einfahrphase, wo es dann darum geht, verschiedene Algen zu identifizieren und zu gucken, wo genau ist jetzt mein Nährstoffungleichgewicht. Denn das ist immer der Grund. Es ist immer ein Nährstoffungleichgewicht, wenn du Algen bekommst. Du musst nur noch herausfinden, wo genau das Ungleichgewicht liegt und das dann mit der entsprechenden Düngung beheben. Eigentlich ganz einfach, oder? Und genau deshalb blende ich dir jetzt hier neben mir einmal meine Playlist zum Thema Düngung ein. Denn die Düngung ist ein großer, großer Faktor, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor bei der Bekämpfung von Algen. Denn damit kannst du dafür sorgen, dass deine Wasserpflanzen möglichst kräftig und gesund wachsen. Und dann haben Algen nämlich keine Chance mehr. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Dann verpasst du nämlich kein neues Video mehr und lernst hier alles über das Aquascaping. Gib ihm auch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.